Und ein herzliches Willkommen zurück beim letzten Teil mit Gewaltro. Und zwar bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von mir Gameplays als Hobby und ich hoffe, wir sind heute ein bisschen erfolgreicher. Immerhin hatten wir beim ersten Kampf keine Siege, beim zweiten Video dann mindestens eins. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt ein, zwei hin. Wobei wir den letzten Kampf im letzten Video natürlich hätten auch gewinnen müssen. Aber gut, okay. Aus Italien, der Rinalf. Mit 147 Siegen und Darkrai. Okay, schauen wir mal. Gruppe C5. Immer noch im Rahmen der Möglichkeit zu gewinnen. Warum wurde ich jetzt schon wieder getroffen? Nein! Wie kommt da einer auf die Attacke zu. Auf den Gedanken zu greifen, obwohl ich im Angriff war? Nein! Wow. Ich weiß nicht, wie ihr die Kämpfe seht, aber es sieht eigentlich nicht danach aus, dass ich unbedingt verlieren müsste. Die machen mir alle nicht den Eindruck, dass sie so gut wären. Das klingt jetzt irgendwie scheiße. Auf jeden Fall jetzt kämpft er auf jeden Fall schon wieder besser. Was war das für eine Attacke? Die kann von Darkrai noch gar nicht. Cool. Was macht er mit mir? Unfassbar. Okay, das gibt's nicht. Gewinne ich wenigstens dadurch. Könnte knapp werden. Aber falsch ist er tot. Also, besiegt. Jawoll! 1-1! Meine Freundin dürfte jetzt Feierabend haben. Immer diese ganzen Fankampfsachen hier. Wow! Shit! Das hat aber viel abgezogen. Das war ja schon fast wie so ein Limitschlag, ey.
Oh, minus 50 schon wieder. Hey, Fähigkeitsstufe 44. Immerhin ist er jetzt schon 5 Stufen aufgestiegen hier. Glücksbonus, was ging hier? Ein Kampf ist hier in Grün. Ich hab schon eins. Na gut, alles klar. So, wie viele Kampf war das? Der zweite? Ich glaube, war der zweite Kampf, oder? Ich bin mir gerade total unsicher. Wir suchen auf jeden Fall noch einen. Minimum. Nee, das war, glaube ich, der erste Kampf. Also kommen wir noch zwei. Der VT checkt schon wieder aus England mit seinen Routiner, mit seinen bescheuerten Fernangriffen. Schade, dass ich mich nicht unter die Erde bohren kann, mit Knackkracken dann irgendwie näher kommen kann. Das vermisse ich ja jetzt bei Gewaltro. Gerade für solche Fälle, die da ständig nur noch am Rumschießen sind. Wieso habe ich da jetzt nicht gerufen? Weiß ich, warum mein Arbeitskollege keinen Bock hatte, wenn er gut hintergespielt hatte. Oh. Es will nichts laufen. Klingt jetzt auch schon wieder selbstverliebt. Ich bin jetzt nicht so schlecht mit Gewaltro, aber irgendwie will es einfach nicht funktionieren. Okay, jetzt bin ich eh tot. Schade. Dass ich so oft verliere im Online-Kampf mit Gewalt, hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Aber gut, Online-Kämpfe habe ich ja schon früher gesagt, was völlig anderes als gegen Computerkämpfe. Nur weil es gegen Computer sehr gut läuft. Oder cool läuft, oder wie man es auch mag, heißt dann lang nicht, dass es genauso auch bei Online-Kämpfen läuft. Der Mutsudiga aus Amerika mit 567 Siegen und Sneebuna. Okay. Gruppe B5. Oh, gegen B5 Leute habe ich noch nie eine Chance gehabt. Bitte warten. Na toll. Ja, ich hätte mich erst selber machen sollen. Hätte vielleicht lieber meinen Diktator rufen sollen, das wäre mir eine gute Hilfe gewesen. Aber ich habe den doch gut runtergekriegt, also
Chancen gibt's doch. Oh, mein Kater ist wach. Der miaut wieder, was das Zeug hält. Fleischwinsten. Okay, greifen funktioniert irgendwie nicht. Doch reingelaufen, oder was? Scheiße. Scheiße. Komischerweise sind wir immer noch bis zur nächsten Aufstiegsrunde fast. Interessant. Na gut, okay. Das war der letzte Kampf mit Gewattro. Vielleicht ein andermal noch einmal. Irgendwann. Komische Sache. Okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem so einigermaßen gefallen. Ich muss jetzt erstmal meinen Kater versorgen. Ich habe natürlich gehofft, dass ich ein bisschen mehr spielen könnte. Schade. Ja, schon halt drei. Nein, kann ich leider nicht mehr. Ich wollte noch ein bisschen Tomb Raider aufnehmen, bevor ich Shadow of the Tomb Raider anfange zu spielen. Und weil schon die Bonussachen bei Rise of the Tomb Raider spielen. Um vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu bekommen für den dritten Teil. Ich weiß ja nicht, ob da vielleicht auch was dabei steht oder sowas. Aber gut, das mache ich dann morgen früh nach der Arbeit am besten, bevor ich schlafen gehe. Da habe ich auf jeden Fall mehr Zeit. Okay, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ihr dürft mir trotzdem mit, also ihr dürft mir damit einen Daumen nach oben zeigen und Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ja. Das war Pokémon Tag X auf Nintendo Switch. Mit mir von New York Gameplays als Hobby und das nächste Mal nehmen wir wieder jemanden, den wir schon können. Also kontrollieren können zum Spielen. Bis dahin, viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.